Bei Creativas, ja. Wie wird's doch? Das letzte Mal haben wir diese Käfige gebaut. Ja. Jetzt logge ich mich ein. Wollt schauen, was meine kleinen, nein, es sind keine Dinos. Was meine kleinen Monster so machen. Ja, und was habe ich? Zwei Ausreißer. Aber nicht nur das. Also hier hatten wir die Krabben drinnen. Das dürfte immer noch so weit passen. Ja, hier können die zwei Ausreißer dazu. Dann passt auch, es sind fünf. Dann haben wir hier die Schweinchen. Das könnte auch passen. Hier die Miro. Das könnte auch passen. Der eine Käfig hier war noch leer. Hier hatten wir die Vögel. Das passt auch. Aber hier. Mein super Sonderspezialkäfig. Für das eine Ding, das ich habe. Leer. Und wo ist das Ding? Da drüben ist das Ding. Ja, wie bist du darüber gekommen? Gut, damit ist für mich klar. So nicht. Ja, was mache ich jetzt mit den ganzen Tieren? Ich könnte natürlich einen großen Käfig draus machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Also ich könnte ja sagen. Wir vergrößern hier. Achso, und danke für den Hinweis. Ich soll Ihnen doch so ein Kuya Aquarium geben. Ich wollte nicht, dass so heiß wird da drinnen. Also ich meine, bei Kuya hätte mich das ja nicht gestört. Also die Sauna und so ist ja angeblich toll und Leute geben Geld dafür aus. Aber das kann ich doch nicht meinen armen Tierchen da antun. Kommt ja noch die Tierschutzvereinigung, oder? Nee. Oh je. Ich hoffe, Kuya schaut sich das Video nicht an. Okay. So. Dann hätten wir das so. Könnten das hier quasi verbinden. Ja, ich habe eh von Kuya gehört, Lust hätte auf Creativas. Und es würde mich freuen, wenn er es wieder mal macht. Wie du weißt, lieber Kuya, wir haben auf jeden Fall Platz für dich im Server. Und deine Weihnachtsgeschenke stehen auch so lange rum, bis du sie dir irgendwann einmal abholst. Die werden nicht verschwinden. Die werden wir einmeißeln und aufheben für dich, bis du irgendwann doch mal reinkommst. So, warte mal, da müssen wir zum besten hoch. Und ich verspreche auch, ich mache dir kein Kuya-Aquarium. Zweimal wäre ja auch doof. Mir wird schon was anderes einfallen für dich. Moment, da stimmt was nicht. Eins. Zwei. Zwei. Und dann kann ich jetzt da drauf zwei machen. So, jetzt passt's wieder. Zack, 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 zack. So. Zählt man mal hier außen einen Käfig. Da muss ich natürlich offen lassen. So, das hier ist zu. Da ist eine Türe drinnen, die darf bleiben. Ja. Ja. Und dann machen wir es dann auch so. Im Prinzip einmal da durchziehen. Irgendwo eine hübsche Türe. Eine hübsche Türe. So, könnten sich die zwei Monster bitte im Käfig einfinden? Dankeschön. Muss ich euch erst auf Follow pfeifen? Eieiei. Oh, okay, wenn ich mal Glas brauche, muss ich nach unten. Oder ich fange an, die Käfige abzubauen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Dann ist nur die Frage, wie viele haben wir ab? Na gut, ich habe es schon verstanden. Ihr zwei wollt es nicht. So, follow. Und no, follow. Nein, nicht dismiss. So, mitkommen. Mitkommen. Genau, ich könnte den Käfig abbauen, der eh nicht mehr genutzt wird, weil die Königin ja auch abgeholt ist. Also, das Ding. Na, ihr wisst schon.
So. Ups, so. Da haben wir das und da können wir es mal zumachen. Genau, dann können wir hier noch Glas machen. Dann haben wir das nicht gleich verbunden. Dann hätten wir hier einmal geschlossen. Das Glas hier oben können wir wieder entfernen. Da ist nur das und da geht es weiter. So, das können wir wegtun, das können wir wegtun, können wir wegtun. Ich weiß, die zwei rennen mal immer noch hinterher, aber solange der Käfig nicht zu ist, sollen sie das ruhig tun. Solange werde ich die zwei schon ertragen, dass sie hinter mir herdackeln. So. Ja, es wird auch dann wahrscheinlich das Problem geben, dass sie rauskommen können. Aber ich hoffe, das passiert relativ selten, oder? Was ist mit euch? Flüchtet sie gern? Ihr zwei Leafies? Da ist zu. Da hinten waren wir jetzt. Und zwar hier. Türe hätten wir hier. Das heißt, hier kommt Glas, 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 Glas. Genau, damit haben wir hier einen Eingang. Ups. Oder ob die da durchkommen sind? Gute Frage, aber dann wären auch alle draußen. Oder? Fragen über Fragen. Ja, die Bäume werde ich so lassen. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn die Bäume da so drinnen sind. So, jetzt dürfte es mir nicht mehr folgen. Gut. Muss man halt mal anschauen, ob man die Anzahl nicht zu viel ist. Aber ich glaube, die Bäume bleiben so, wie sie sind. Muss ich mal halt irgendwo anders mal züchten. Ich brauche natürlich auch Holznachschub. Oder ich reiße die Bäumchen ab und baue neue hin. Kann ich natürlich auch machen. Wobei ich sagen muss, ich finde es auch nicht schlecht, dass das immer wieder nachwächst. Also von daher könnte man das von mir aus sogar so lassen. Zack, 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 zack. So. Ja, weitere Türen kriege ich dann, wenn ich die anderen Käfige abreiße. Also werde ich dann wahrscheinlich noch ein oder zwei Türen reinsetzen. Bis dahin lassen wir es so, wie es ist. So. Ja, was machen wir da jetzt? Da haben wir praktisch dann eine Ecke. So, so. Ne, nicht zwei. Gibt's mal Glas, Dankeschön. So, eins, zwei, fertig. So, jetzt haben wir es hier schon zu. Da haben wir halt eine kleine Ecke drin und es macht nichts. Dann müssen wir es noch darüber verbinden. Oh Mann, bin ich da immer um eins kürzer geworden? Wir hatten den Mist gebaut. Ja, ich weiß, ich. So, dann bessern wir es doch aus. Zack. Ups, nein, tut er nicht. Bin ich froh, dass ich neulich Glas gemacht habe. Ups. So. Genau. Und dann da, da. Ups. Da und da. Ja. Die eine Reihe würde ich dann kommen jetzt abreißen aus. Und wenn es mal flüchten, muss ich es halt wiederholen. Wenn ich es nicht trenne, ist das ja halb so wild. Weil ich dann einfach alle rufen kann. Ist ja jetzt halt nur eben das Nervige, weil ich sie trennen wollte. Aber bei dem Erfolg, nö. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, zweimal ein- und ausgeloggt seit der Aufnahme. Also von daher, das kann es nicht sein. Das geht viel zu schnell, wie sich die rausbacken. Ja, und da wir das halt so nicht wollen, muss ich mal was anderes einfallen lassen. Also bauen wir ein großes Tiergehege.
Also löschen wir einfach das, was wir gebaut haben und ersetzen. So. Ja, im schlimmsten Fall muss ich dann Wandering doch ausstellen. Und sie dürfen nur noch ruhig rumstehen. Aber das wollte ich ihnen eigentlich nicht antun. Ja, und was ihr da im Hintergrund hört, das sind wieder meine Früchte, die fertig geworden sind, also mein Getreide und so weiter. Also das kochen könnten wir auch, aber auf das habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Ich möchte derzeit für die Tiere hier was bauen. Also werden wir es einfach ignorieren. So. Und so. Ja, die Gegner, die ich da alle habe, ich weiß, die habt ihr gar nicht gesehen. Ihr habt die teilweise natürlich im Off weitergebaut. Wenn man dachte, sonst werde ich nie fertig. Ja, mit leider müßigen Erfolg, wenn man sieht. So, weg, 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 weg. Weg, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weg da. Nein. Du, weg da. Zu. Glas, Glas. Glas, Glas. Glas, Glas. So. So. Türe können wir hier rein machen. Wunderbar. Zu, zu, zu. So, so, so. Jeder Grafikfehler ist nur da, wenn ich in der Nähe bin. Verstehe. So, jetzt haben wir das hier mal zugemacht. Das heißt, wir können das hier eigentlich auch löschen. Also löschen. Entfernen. Wunderbar. So. Wunderbar. So. Und rennen halt dann leider immer mehr Tierchen rum. Aber was soll's? Sollen sich die mal ihre neu gewonnenen größeren Käfige anschauen? Aber nicht ausbüchsen, Leute, sonst wäre ich böse. Ich verspreche euch, dass ich rufe euch nachher einfach alle. Und wer da nicht da kommt, den werde ich dismissen, also rausschmeißen. Kriegt dann kein Futter mehr von mir, also überlegt euch das gut. Ob ihr das wollt. Ja, ich kann natürlich für Tiere wieder freigeben. Also wenn ich jetzt sage, der frisst das Falsche, das hat zum Beispiel der Xayah gemacht. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt. Der hat sich die Tiere aufgehoben, die er mit seiner Meinung nach billigen Futter weiterzüchten kann und hat die abgegeben, wo er sagt, nur da ist ihm die Herstellung zu kompliziert. Kann man natürlich halten, wie man mag. Ich habe bisher jetzt nicht vor zu sagen, du kostest mir zu viel Futter. Es kriegt halt vielleicht weniger Futter, okay. Aber ab und zu kann man doch alles mal herstellen. Und von daher, ja, nehme ich alle Tiere. Hast du einen Glockerl um den Hals? Nein? Na gut, dann hast du Glück gehabt. Sonst hättest du jetzt Ärger mit mir gekriegt. Oder magst du einen Glockerl haben, Krabbe? Also wenn du einen Glockerl haben willst, brauchst du das nur sagen. Ich habe, glaube ich, die Glocke sogar mit. Ah, du kommst rein. Das ist schön. So. Ja, die rennen schon rum. Hast du einen Glockerl? Nein. So. Also ihr seht, ich kriege hier Zuwachs im Käfig, ohne dass ich das eigentlich wollte. Oder eigentlich im Tiergehege. Vielleicht muss ich doch ein Koi-Aquarium bauen, damit keiner rausgeht. Eieieiei. Liebe Krabbe, du musst dich jetzt entscheiden. Kommst du rein oder gehst du raus? Krabbe? Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Gut, dann machen wir mal da weiter. Ups. Also es war zwar ein netter Versuch,
Aber so wird es nichts. Solltet ihr beim nächsten Mal sehen, dass sich die Tiere gar nicht mehr bewegen, dann haben sie das gleiche noch einmal gemacht und ich habe es aufgegeben. Aber noch gebe ich nicht auf. Wenn ab und zu mal ein Tier raus verschwindet, okay. Solange ich es in der Umgebung finde, ist es ja nicht so schlimm. Schlimm wird es erst dann, wenn ich die irgendwo wieder in einer ganz anderen Etage finde. Und das ist ja jetzt nicht passiert, sondern jetzt sind sie eigentlich nur so im kleinen Gehege abgehaut, ins Große gegangen und haben sich dort gemütlich gemacht. So, Glas habe ich immer noch hier. Na gut, das ist aber auch nicht viel. Muss reichen. Können wir da was ablegen? Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ja, das muss mal so. Ah, schon wieder. Lichterbug. Gut. Ja, ich liebe den Lichterbug natürlich. So, da haben wir offen gelassen. Da geht's weiter. Jung. So. So, so und so. Ups, und im Xas-Labyrinth muss ich hier auch noch irgendwann. Da habe ich allerdings gesagt, das mache ich, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn ich total übermüdet von der Arbeit heimkomme. Das heißt, es wird frühestens am Wochenende passieren. Mal schauen, ich glaube, bis Sonntag habe ich ja gesagt, gibt es Security was. Und dann schauen wir weiter. Ja, du konntest dich nicht entscheiden, Graber. Ich hab dir gesagt, entscheide dich. Wärst reinkommen, hätte ich dich in Frieden lassen. So. Haben wir da jetzt noch irgendwo Türen eingebaut? Hier. Weg da. Haben wir da noch was? Nein. Da haben wir eine Tür und die ist eh eingebaut. So. Jetzt kann ich die kleinen Käfige einreißen. Und den Tieren quasi die Freiheit in das etwas größere Gehege ermöglichen. Nur die Frage, wann das passiert. Wahrscheinlich auch beim Neuladen. Dass er die Position von manchen der Tiere nicht richtig hat. Und schon sind die eben außerhalb des Käfigs und nicht mehr innerhalb. Ist die Frage, ob ich da wirklich was tun kann dagegen. Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, einmal probiere ich es jetzt noch. Wenn das auch nicht funktioniert, dann wird es demnächst in Reihe und Glied stehen sehen und halt nur noch stehen. Dann habe ich hier ein großes Gehege, wo ich sie sortieren kann. Also bis jetzt ist, werden sie ja demnächst dann alle quer durcheinander sein. So. Ja, Liefis, ihr seid schuld, aber nicht ihr im Käfig, sondern die draußen sind, ja. Nachdem die schuld sind, dürft ihr natürlich jetzt auch raus. So. Ihr seid ja brav gewesen. Ihr wollt's drinnen, ja. Ihr könnt gar nichts dafür. Waren so zwei Moosliefis. Ja, ich weiß, du bist auch ein Moosliefi. Du warst natürlich brav. Aber beim Ding habe ich blöd geschaut, weil das drüben bei den Keepern ist. Und ich weiß genau, dass ich extra einen eigenen Käfig für das Ding gebaut habe. Und dann komme ich halt raus aus dem Haus, will zum Ding gehen und ja, wer ist nicht da? Das Ding. Ich habe dann rumgesucht und habe es dann erst durch Zufall entdeckt bei den Keepern. Aber war ja auch der Meinung, dass die irgendwo draußen herumrennen, aber nein. Wie ist zu den Keepern rübergegangen? Gut. So. Der Käfig wäre auch weg. Dann machen wir jetzt den hier weg. Da brauchen wir nicht viel wegmachen. Dann machen wir eigentlich nur das hier weg. Weil der restliche Käfig ist dann eh aus dem Zaun. So, jetzt machen wir das so. Eins, zwei, drei. So, weg, 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 weg. Und weg. Passt. So, da fehlt ein Glas.
Ansonsten schaut die Ecke gut aus. Boah, dann lassen wir jetzt euch frei. Wie die gleich alle ihre Freiheit auskosten wollen, merkt ihr das? Ja, schaut, sind schon zwei draußen. Schlimm, schlimm mit euch. Aber gut, ich kann sie verstehen. Wenn man nur so den kleinen Käfig hat. So, das ist wieder weg, weg, weg. Jetzt habe ich natürlich viel zu viele Käfiganteile. Dann müssen wir schauen, wie wir die anders verwenden können. Könnte man natürlich als Geländer irgendwo nehmen. Wäre eine Möglichkeit. Wie ich ja schon erzählt habe, ich finde die schon richtig gut aus. Also mir gefällt das Geländer. Das ist das Eisen, eigentlich das Ei der Eisenzaun. Aber ich muss ehrlich sagen, der schaut schick aus. Der gefällt mir. So. Sehr gut. Und dann noch hier. Ja, ihr Keepers, ich lasse euch ins Große raus. Ihr dürft euch wieder vermischen. So, dann machen wir da weg und da weg und da weg. So. Das gleiche machen wir jetzt noch hier. So. Passt. So, jetzt haben wir halt ein großes Gehege für alle. Sie ist eine Glocke. Oh, okay. So, dann gehen wir mal hier raus. Ich möchte bitte raus. Dann möchte ich hier die Dinos, ja, klar, ja, die Dinos. Die ganzen Monster. So, Game Options, Kontrolle. Nein, das war's nicht. Key Bindings, das ist es. Uber. Ah, mit Y. Y. Jetzt ist die Frage auf Deutschen oder auf der amerikanischen Tastatur. Oh, das war nicht. Das heißt, es ist wirklich Y. So, die sind da. Dann drücken wir hier auch noch Y. So, dann gehen wir hinauf. Ihr wollt doch auch einen schönen Käfig haben. Gibt es zwar. Ganz genau. Einen hübschen Käfig. So, einmal hinein da. Auf die Seite gehen. So. Wunderbar. Einmal Türe schließen. Ups. Ich sagte schließen. Ist das jetzt offen oder zu? Oh, hi. So, dann schauen wir noch mal runter, ob wir jetzt alle haben. Da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr, das heißt, die Etage ist soweit frei. So, das da müssen wir jetzt natürlich auch dann hochsetzen. Mal waschen werden wir natürlich die Monster nicht mehr unten, sondern hier oben. Und jetzt müssen wir kurz schauen. Ich gebe die einfach jetzt einmal hier dazu. Ja, drei Tore hätten wir noch. Natürlich
Wir könnten das hier natürlich auch entzäunen. Okay, das schaut nicht so gut aus, weil es sich verbindet mit allem, was ich anbaue. Ja, komm her. Was? Dankeschön. Soll ich wieder ein paar von euch zähmen? Wollt ihr das? Moment, das machen wir anders. Da schon wieder Nacht ist, sagen wir einfach. Gute Nacht. Zack. So. Da hinten sehen wir, wie sie herumrennen. Oder haben wir es kurz gesehen? Jetzt schauen wir mal. Momentan. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sich jetzt was tut, sondern es tut sich erst dann, wenn ich mich einlogge. Also einmal richtig ausloggen, neu einloggen und schon kann es passieren. So. Wir brauchen sicher noch zwei, oder? Ja, oder? Oh, das dauert 30 Sekunden beim Boss-Hock. Dum, die, dum, dum. Das Ding bräuchte man auch noch ein paar Mal. Dum, dum, dum. Hallo? Der ist schön, der braucht nicht nur Melonen. Ja, komm her, komm her, komm her. Moment, daher. Danke. So, komm her. Na, komm her. Dann hätten wir zwei neue Bosshawks. Ich habe ja gar nicht meine Maus gesehen. Meine Feuermaus muss ja auch irgendwo da drin sein. Oder hat sich die auch abgesetzt? Muss ich nachher gleich schauen. Follow. Wie schaut es mit dir aus? Gib's auf, Schweinchen. Hallo. Zack. So, dann hätten wir jetzt schon drei neue Haustierchen. Wenn die einem nicht immer im Weg wären. Krabben bleibt weg da. Na gut, die werden es klein sein. Sehr gut, was haben wir noch? Feuermaus wollte man suchen. Da ist nix. Da ist sie. Da ist meine Springmaus doch. So, und dann suchen wir eigentlich noch weitere Tiere für mein für mein Terrarium. Oh, da wären viele Babykrabben und da hätten wir zwei Leafys. Nehmen wir. Dum-di-dum-dum. Hallo. Und dann machen wir das gleiche damit.
Okay, das war zu weit weg. Okay, solange ich da durch kann, geht das nicht. Dann suchen wir uns ein anderes Opfer. Wie zum Beispiel diese Springmaus. Sehr gut, so, dann hätten wir hier noch so ein kleines Vögelchen. Hier hätten wir noch ein paar Krabben. Krabben und Vögelchen. Und da hätten wir noch so eine Springmaus. Ja, mach Feuer, aber nicht in meine Richtung. Dankeschön. Ich sagte nicht in meine Richtung. Ja, ich habe schon kapiert, du magst nicht. Ist mir aber jetzt ganz egal. Ich will dich da. Follow. So. Ab mit den Tierchen in den Käfig. Und sobald man Unfollow sagt, bewegen sie sich dann ins im Gehege. Hm. Jetzt soll die Tür offen oder zu sein. So. Eben. Wisst ihr was, wir nehmen die Tür an. Komplett neu gebaut. Muss funktionieren. Einmal bitte herein in die gute Stube. Eins, zwei. Und wo ist der dritte von euch? Und nicht drei Zimt. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und ich würde sagen... Oh, da habe ich eine vergessen. Gut, der folgt jetzt gerade nicht mehr. So, ich würde sagen, damit sage ich für heute Tschüss, Ciao und Baba. Und ich hoffe, wir müssen da nicht nochmal nachbessern. Ich hoffe, das funktioniert jetzt dann auch alles so. Ja, ich hoffe, die halbe Stunde war was für euch. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich möchte demnächst auch einen zweiten Stock oben bauen. Möchte hier dann dort drüben die das Wohnzimmer haben. Hier eine große Küche. Das heißt, ich möchte die Küche im Prinzip vergrößern. Und Schlafzimmer zum Beispiel nach oben geben. Ja, auch das wird es dann demnächst geben. Bis dahin. Tschüss, ciao und baba.